Was sind deine großen Herausforderungen? Okay, nee, Quatsch. Okay, verstehe. Ah, das ist dann auch wieder diese Geschichte mit Vermittlern, gell? Ja. Die dich da quasi komplett blockieren. Ja, gut, mit dem Vermittler habe ich jetzt nicht so konkret viel zu tun, aber es ist halt schon häufig so, dass wenn du zu einem Vermittler gehst, der halt da sehr stark auf Commodity schaut, also sprich, der hat halt da seinen Satz an Profilen, den er dann über die Ausschreibung reinbekommt. Und dann wird er halt erstmal aussortiert, wahrscheinlich die teuersten und die billigsten kommen raus und dann wird halt bei den mittleren wird dann noch so ein bisschen Buzzword-Bingo gemacht und wenn du dann ungefähr so das in dem Profil drinstehen hast, was du eigentlich haben willst, dann wird der halt dann unter Umständen weitergereicht. Wobei du halt vielleicht auch Glück haben musst, dass du nicht unbedingt mit Java und JavaScript in einen Topf geworfen werden musst. Ja, okay. Was bleibt dann so bei dir hängen oder was ist das dann so? Gibt es irgendwie so einen Standard oder was zahlen die dir da so oder wie kann ich mir das vorstellen finanziell bei so einem PO? PO, ja, so einen Tausender am Tag kannst du, glaube ich, ungefähr. Also plus minus halt, kommt auch darauf an, wo du bist. Aber ich weiß jetzt nicht, was die dann fakturieren. Ich schätze mal so um die 1500 oder ja, 1200, 1500 schätze ich mal, dass die dann in Rechnung stellen. Wobei ich da auch eine ziemliche Spanne sehe, auch bei den Entwicklern, was die halt den Entwicklern auch zahlen. Aber auch da ist halt echt der Punkt. Also ich habe jetzt wieder Thema von gestern bei einem Kunden, die hatten echt ein massives Problem. Und dann wird aber da irgendwie Tage und Wochen lang irgendwie rumgetan, anstatt dass man halt dann einmal fokussiert sich da hinsetzt und das Thema angeht. Und ich glaube, ich habe jetzt eigentlich innerhalb von einem halben Tag oder was da das entsprechend dann rausgefummelt, was sie da eigentlich brauchen. Aber da wird halt dann erstmal irgendwie ja, eskaliert und per Masse und Breite versucht, das Problem zu lösen, anstatt irgendwie sich darüber hinzusetzen und mal darüber nachzudenken, was denn eigentlich zielführend ist. Okay, verstehe.